Ich möchte Ihnen jetzt die Regeln zur Bruchrechnung aus den Körpereigenschaften der reellen Zahlen herleiten. Also wir beginnen mit Elementen a und b aus den reellen Zahlen. B besser ungleich 0. Und jetzt schauen wir uns an den Bruch a durch B. Jetzt haben wir das allererste Problem. Die reellen Zahlen sind ein Körper. In einem Körper haben wir Addition und Multiplikation als die beiden Verknüpfungen. Das heißt eigentlich, es gibt gar nicht sowas wie Division. Wir definieren die Division A durch B gerade als Multiplikation mit dem inversen Element der Multiplikation von B. Also ein Bruch ist für uns eigentlich ein Produkt. Wir multiplizieren mit dem inversen Element. Und jetzt können wir uns herleiten, wie wir zwei Brüche miteinander multiplizieren oder wie wir zwei Brüche addieren. Wir beginnen, ja, tun wir also noch ein C und ein D, das R uns hernehmen. D auch ungleich 0, damit wir im Nenner nichts Falsches tun. A durch B mal C durch D ist gleich. Und wir setzen jetzt die Definition für den Bruch ein. Also das heißt, da steht wirklich a mal b hoch minus 1 mal c mal d hoch minus 1. Durch das Assoziativgesetz und das Kommutativgesetz bezüglich der Multiplikation kann ich das umordnen. Das ist a mal c mal b hoch minus 1 mal d hoch minus 1. B hoch minus 1 mal D hoch minus 1 in einem Körper haben wir aber gesehen, das können wir schreiben als B mal D und dann gemeinsam hoch minus 1. Und dadurch bleibt tatsächlich stehen, wir haben unten B mal D und oben steht A mal C, so wie wir das auch kennen. Zwei Brüche werden multipliziert, indem wir die Zähler multiplizieren. Und die Nenner werden multipliziert. Okay. Jetzt schauen wir uns die Addition an. A durch B plus C durch D. Wir erinnern uns, das war so ein klein wenig komplizierter als bei der Multiplikation. Wir leiten uns das jetzt aber aus den Körpereigenschaften her und aus der Definition. Das ist a mal b hoch minus 1 plus c mal d hoch minus 1. Das ist das gleiche wie, und jetzt hebe ich dreisterweise einfach b hoch minus 1 und d hoch minus 1 heraus übers Distributivgesetz. Bleibt hier über a mal, das d hoch minus 1 muss ich allerdings kompensieren, also a mal d plus, und beim c muss ich das b hoch minus 1 hier außen kompensieren, also mit b. Das können wir ausmultiplizieren, da kommt tatsächlich das hier oben heraus. Und hier haben wir wieder unseren Kandidaten wie eben auch, das ist in einem Körper b mal d hoch minus 1, das habe ich Ihnen ja auch gezeigt. Ja, und jetzt steht tatsächlich auch das, was wir womöglich uns erwartet haben. Unten steht b mal d von hier und oben steht a mal d plus c mal b. Und das hat schon die Form, wir bringen die beiden Brüche auf den Hauptnenner, b mal d, und dann müssen wir das a mit dem d multiplizieren,
und das b mit dem c und danach können wir dann addieren. Sehr gut.